wieder zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir sind bei der Kathi. Und ich kriege heute endlich mein erstes Piercing dieses Jahr. Beziehungsweise eigentlich gleich zwei, weil wenn machen wir es gleich Zeit. Und ich habe auf Instagram ja gefragt, was die Leute glauben. Es ist niemand auf die Idee gekommen, dass ich meine Nase schon wieder piercen lasse. Also hast du einen Plan gehabt? Ich wusste nicht, dass du einen Plan hast. Ja, nein, ich habe mal beim letzten Mal war ich mit der Stella ja da und die hat sich ja die Heinrichs machen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, eigentlich könnte ich mir auch noch zwei machen. Ja, Platz ist genug. Platz ist ja mehr als genug. Hat nicht irgendwer gesagt? Zungenpiercings? Du, ich wäre auch voll für Zunge, wenn du mal noch eins machst. Ich nicht. Naja, also theoretisch wären ja so zwei seitliche schon noch möglich, so zwei zusätzlich seitliche, ja, oder? Rein möglich wäre es schon. Nein. So rein anatomisch? Nein. Nein? Die Kathi sagt nein. Ich bin zutiefst schockiert. Ja, voll. Ich bin schon über das schockiert. Über was? Über die Nostrils. Ach was? Warum bist du schockiert? Weißt du, ich hätte auch so gerne ein Bridge-Piercing, aber das ist bei mir mit dem Rauswachsen so schwer. Jetzt haben wir gedacht, ich mache mir einfach noch zwei Nasenpiercings. Schaut fast aus wie ein Bridge-Piercing. Nur ein bisschen runtergerutscht halt. Genau. Na, dann schauen wir, dass wir das so hinkriegen. Ja, na, ich bin gespannt und ein bisschen ängstlich. Ich auch. Das war ich schon so lange nicht mehr. Ich bin gespannt, wie ich das machen kann. Ich stech da einfach gleich quer durch. Das hat aber auch einer geschrieben, dieses Naserlang. Aber das ist ja urunangenehm und urschmerzhaft. Warum macht man das? Und ja, innen so schmerzhaft und dann siehst du es gar nicht. Und ich weiß nicht, das kann ich da nicht antun. Nein, das will ich aber bitte auch nicht. Das stehe ich nicht so. Ich hätte bitte gerne zwei Einzelne. Vor allem du kannst dann noch ein Kettel drüber spannen. Das finde ich auch so schön. Ja, das gefällt mir auch so gut. Das habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. Zuerst habe ich es komisch gefunden, aber es schaut wirklich dann. Man muss ein paar Mal sehen, habe ich auch so das Gefühl, aber jetzt, mir gefällt es auch sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, das hat jetzt hauptsächlich mit dem Make-up-Trend angefangen, weil vor einem Jahr hat das ja angefangen, dass die Leute sich die Striche auf die Nase malen. Ach so, oh Gott, dieser Make-up-Trend ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Oh mein Gott. Von der verschiedensten Höhe, auch Bridge-Höhe oder unten vorne auf der Nasenspitze? Das weiß ich gar nicht, voll oft gesehen. Na, aber es mit den Ketten gefällt mir auch gut. Mich über Maske. Ja, das kenne ich gut. Es ist so, es ist notwendig und ich verstehe es, aber es ist halt super schade, vor allem auch, weil so viel Mimik einfach verloren geht. Hm. Ich merke das, das stimmt allerdings. Na, aber ich merke, wenn ich jetzt einkaufen gehe und mich lächelt die Kassiererin an, weil die müssen ja im Moment keine Masken tragen und du lächelst zurück und ich denke mir so, hat die verstanden, dass ich sie anlächle? Ja. Ich zwinker sie mal an. Sowieso. Ich bin echt gespannt. Hast du so hoch oben schon einmal ein Nasenpiercing gestochen? Ja, ich glaube schon. Aber da war nichts anderes im Weg. Achso, ja, das war eins. Das sozusagen ist das, vor dem ich Angst habe, weil halt die anderen im Weg sind. Ne? Das tut mir sehr leid. Das hoffe ich, dass ich es gut halten kann, aber ich glaube schon. Wir hätten von oben anfangen sollen. Ja, wenn man das nur weiß. Kannst doch die rausgeben, verheilen lassen und nochmal. Oh, fix nicht! Die hacken du mir doch garantiert nicht an. Nein, das ist schön. Das eine Punkt ist nur ein bisschen dicker. Ja, du machst das schon. Aber ich glaube, es wird cooler schon, oder? Also nicht so viel Abstand machen. Ja. Sonst kommen wir wirklich zu weit nach oben hin. Ja. Und weißt du, dann ist es unangenehm. Ja, nein. Das kannst du dann auch nicht mehr gescheit putzen, weißt du? Ja, voll. Es ist ja dann doch irgendwas immer drauf. Also das ist bei den oberen so viel extremer als bei den unteren. Ich habe so viel Schleim auf meinen Nasenpiercings innen. Lecker. Und grauslich. Aber ja, es ist normal, macht der Körper halt, was soll ich tun? So ist das, gell? So, jetzt werde ich gleich wieder weinen. So ist das, wir geben Kunststoff hinein. Ja, nämlich, damit wir es abschneiden können. Genau, damit wir es nicht mehr rausgeben müssen, weil das Kunststoff können wir abschneiden. Ja, vor allem das Herumgefummelte in der Nase ist halt extrem schwierig, da so weit oben. Ich habe das noch nie so weit oben geweckt, also ich weiß nicht, das ist echt scheiße. Ja. Glaube ich. Da werden wir gespannt sein. Ja. Musst du die Leute mitnehmen beim... Bei der Verheilung. Aber ganz ehrlich, bei den jetzigen High Nostrils, ich habe dann noch die Middle Nostrils, war es echt so, dass es erstens instant verheilt war und dass wir es halt nicht gewechselt haben. Mhm. Also diesmal werde ich euch mitnehmen beim Abschneiden, wobei das funktioniert dann frühestens in 3 Wochen, weil wir haben ja jetzt wieder Lockdown.
Ja. Ja, aber das ist eh voll von der Zeit her für Piercing super. Ja. Das wird schon ein bisschen brauchen. Also. Aber ich bin gespannt, weil ich sage, die mittleren waren jetzt überhaupt kein Problem. Die waren so schnell, so schön verheilt und super. Haben nicht weh dann, was ich mit den unteren Nasenpiercings mitgemacht habe. Da habe ich ja oft wirklich, habe ich ja teilweise ein Jahr gebraucht. Ja, und vor allem, da sind die Gewächse rausgewachsen, richtig schön. Ja. Siehst du deine Mimik? Stimmt, Kathi, du brauchst deinen Mund nicht. Schau, ich habe auch schon anzeichnet, mein Piercing. Seit zwei Stunden ist das schon anzeichnet. Und warum machst du das nicht? Weil ich nicht dazukommen bin. Aber wirklich. Na, ist ja Wahnsinn, oder? Was? Wirklich. Echt arg. So. Na, jetzt versuchst du dich ein bisschen zu quetschen. Ich hoffe, ich quetsche nicht die anderen Piercings ab. Okay. Ich glaube, ich werde es ganz anders machen. Ich hab sogar geglaubt, du machst das ohne Zange. Dachte ich. Kriegst keinen Einlauf. Ja. Das tue ich da in die Nase. Oh, shit. Ich probiere es einmal. Okay. Komm ich rein? Geht sich's aus? Ich glaube, es geht sich aus, ja. Schieb das einfach vor. Ja, genau. Das geht sich aus. Ja. Okay. Sehr geil. Ja, dass man nicht durchsticht. Mhm. Weil das ist natürlich schon das Problem, da ein bisschen, wenn man da Freihand tut, dass man dann innen irgendwo ankommt, wo man gar nicht will. Tief einatmen. Mhm. Die voll leibende Geschichte. Und gar nicht unangenehm. Fliegender Platzwechsel. Leibend, oder? Ja. Heftig, gell? Das geht aber, glaube ich, ein bisschen leichter, weil da kann ich von der Seite besser stechen. Ich glaube, das schon allein ist ja nicht so super prickelnd, gell? Ja. Was habe ich jetzt super drauf? Du nicht Nase rümpfen. Entschuldige. Das ist ganz entspannen. Das ist automatisch. Das passiert. Ist jetzt leibend, so lass ich dich! Halloween ist ja schon vorbei. Ah, war das unangenehm. Ah, scheiße nochmal. Ja. Tut mir urleid. Alles gut. Du weißt. Ich wollte. Ich mag überhaupt nicht gern den Leuten wehtun. Und manchmal wollen sie nicht. Wollen sie das? Ja. Sie verlangen danach. Ich glaube, das ist eines der wenigen Videos, wo man dich tatsächlich sehr leiden sieht. Ja. Ja, weißt du, jetzt auch ich lang nicht. Hm. Und Nase ist immer Arsch vom Bein ja. Her. Nase. Also ich kann mich an Septum erinnern. Ja, das sind halt voll die Nerven der Diener. Also das ist sicher vom Gesicht her das Empfindlichste, was es gibt. Ne? Na, vor allem, ich habe das Gefühl, dass weiter oben noch einmal Ärger ist, was die Tränen betrifft, als unten. Glaube ich auch. Ich muss jetzt nur gescheit reinstecken, weil sonst verliere ich den Schmuck irgendwo. Ja. Mit Plastik ist das immer nicht so leicht. Das Bordel ist da gleich in der Nase heraus. Na, das war schon nochmal anders. Es ist immer super. Ich glaube, ich werde es auch sehr geil finden. Ich glaube, es wird mir sehr gut gefallen. Deine Mutter hasst mich, oder? Nein, mit der habe ich das sogar besprochen. Die ist sehr gechillt. Die wollte eigentlich auch kommen. Aber nein, die sieht das mittlerweile ein bisschen gechillt. Okay? Echt? Ja. Wie das? Ich weiß es nicht irgendwie. Ich glaube, sie hat verstanden, es bringt eh nichts. Ja. Das stimmt. Ich glaube, sie hat verstanden, dass da durch muss. Ja, das haben wir jetzt natürlich die Kanäle vermutet. Na, vor allem, ich sage es so weit oben und mit den vielen Piercings dazwischen ist das halt nicht ja, so einfach. Ja, das ist der Plastikschmuck, ist auch so ein bisschen mühsamer zum Einsetzen als was anderes. Aber ich glaube, es wird uns auf Dauer gesehen besser tun. Ach, sehr gut. Super. Das ist der Stirlmus! Ja, wirklich. Das ist aber es schaut urcool aus. Es schaut urcool aus. Ich freue mich! Es ist nochmal was Spezielles. Ah, nein, an der Geschichte. Wir mögen es besonders, hallo? Ja, voll. 2, 4, 6, 8, Nasenpiercing Nummer 9. Ja, vor allem, das und hat nicht der 8 und 9. Na. Also ich glaube, das habe ich so auch noch nie gesehen. Ich habe auch viel gegoogelt wegen High Nostrils und da haben die Leute halt zwei, so wie ich es vorher gehabt habe. Aber dass da drüber noch einmal eins haben. Das ist Gott sei Dank auch nicht so, dass es voll wegsteht. Ja, weil meine Nase groß genug ist. Es ist richtig cool. Es ist richtig cool. Oh, es ist richtig cool. Es schaut urfreakig aus, aber es schaut so cool aus.
Mega geil. Vor allem urgut. Also, mir auch. Und ist gar nicht, also sehr, sehr dezent bin ich natürlich nimmer, aber es ist trotzdem nicht so in your face, weißt du? Ja? Ich finde, das geht immer noch. Ich finde das so geil. Es ist urcool. Gefällt's auch? Ja, richtig cool. Wirklich gefällt's auch. Vor allem noch urgut. Ist noch einmal was das ganz Besonderes. Super. Ja. Schau an, gell? Ein würdiges erstes Bier sind 2021. Ja, im November. Ja, im November. Ja, ich habe auch noch keins gekriegt. Naja, das kann man nicht alles haben. Ja, Motorradschein geht vor dem Motorrad. Vor allem, als die Corona dazwischen hat, was ich testen müssen, dass man kommen darf. Es war einfach so, so schwierig, aber ich freue mich jetzt sehr und es ist urcool. Es ist urgeil. Ich finde es auch cool, echt super. Hat mich voll gefreut. Wirklich. Mega. Euch werde ich bei der Verheilung mitnehmen, soweit es Verheilung geben wird, aber das werden wir dann besprechen und beim Kürzen werden wir es auch mitnehmen müssen. Ja, und wenn was ist im Lockdown, wenn melde ich mich wie immer. Ja. Das ist kein Thema. Aber ich gehe nicht davon aus, was soll es sein. Cool. Ja, oh, cool. Super Fan. Mega geil. Soll ich schauen, geht das bei mir auch?